Und meine lieben Freunde und meine herzallerliebste Bundesregierung und Politik, ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen. Hier im Stadtpark in Norderstedt sind auch mal ältere Herrschaften unterwegs. Das ist ganz normal, was mittlerweile auch zum normalen Bild geworden ist. Ja, muss man mal ganz klar sagen, ist, dass solche Menschen wie der ältere Herr hier durch den Stadtpark latschen mit seiner Frau zusammen. Latsche hier rum, nur die beiden teilen sich auf, damit sie hier alle Mülleimer abgrasen können, damit sie nämlich die Pfandflaschen daraus kriegen können, weil sie nämlich anscheinend ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und das hat noch nicht gereicht, das ist noch nicht genug, ja, und die Rente muss man ja irgendwie ein bisschen aufbessern, weil man sonst nicht mehr leben kann, deswegen muss man auch durch irgendwelche Parks latschen, ja, und irgendwelche Pfandflaschen einsammeln, ja, damit man sie weggeben kann, damit man sich ein bisschen die Rente aufbessert, aber wir sind Weltmeister im Geld aus dem Fenster schmeißen. Überall hin, in alle Herren Länder, für alles Mögliche. Ne? Insbesondere jetzt für den Klimaschutz und so. Das ist richtig. Vielleicht denken wir auch mal an die Leute, die dieses Land hier zum Beispiel nach dem Krieg auch wieder aufgebaut haben. Ja? Was ist denn mit denen? Aber, naja, sie haben ja ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Denn es ist ja auch egal. Ne? Und am liebsten ist es euch doch von der Bundesregierung, wenn die Menschen so schnell wie möglich wegsterben und gar nicht erst ins Rentenalter kommen. Das wäre für euch ja am perfektesten. Das muss man ganz klar sagen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zu dem Herrn hin und dem stecke jetzt ein bisschen Geld zu. Und wisst ihr, warum ich das mache? Richtig, ich gehe arbeiten. Für mein Geld, weil ich weiß, später werde ich das nämlich auch machen müssen. Ich werde nämlich auch Pfandflaschen sammeln dürfen. Herzlichen Dank, liebe Bundesregierung. Super, habt ihr toll hingekriegt. Jetzt nochmal nachträglich zu dem Video, was ich eben gerade gemacht habe. Wir haben jetzt mit dem Herrn gesprochen. Wir sind hingegangen, weil wir auch noch Pfandflaschen hatten. Haben sie ihm gegeben, haben ihm auch noch ein bisschen Geld gegeben, weil wir gesagt haben, Mensch, wir haben das gesehen. Und ja, was soll ich sagen? Hat sich bedankt und gesagt, ja, Mensch, und die kleinen Deivel haben es ja auch nicht so gut. Von dem Geld, was die hier nämlich zusammensammeln, quasi an den Pfandflaschen, ja, spenden sie auch noch was ans Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg. Weil er sagte, naja, die kleinen Deivel, die haben es ja noch ein bisschen schlimmer als wir, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Man muss sich die Rente aufbessern, ja, und dann gehen die hier zu zweit rum. Gestern waren sie hier, hat er gesagt, ne? Ja. Gestern waren sie hier auch schon unterwegs und haben schon was gesammelt und dann überweisen sie das zum Beispiel an die Sternbrücke, ne? Was total schön ist, hier runter oder was? Ja. Was total schön ist, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das mega erschreckend. Es ist einfach nur unfassbar. Alleine auch diese Institution, wie zum Beispiel die Sternbrücke in Hamburg, ja, auch die sind komplett aus Fördergeldern finanziert oder aus Spendengeldern finanziert. Und dann laufen hier zwei ältere Menschen lang, die ja kaum noch geradeaus laufen können und sammeln Pfandflaschen, um sich ihre Rente aufzubessern, um dann aber auch noch krebskranken Kindern was davon abzugeben und zu spenden. Das kann man in Worte, glaube ich, gar nicht beschreiben, wie schön das ist, aber auch wie beschissen das ist. Ja? Im Jahr 2023, das muss man sich mal vorstellen, ja? Müssen wirklich Menschen loslaufen und müssen sich Pfandflaschen irgendwo sammeln, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Und dann geben sie auch noch was ab. Also den beiden Menschen, das haben wir denen auch eben gerade gesagt, aller Ehren wert. Das ist absolut vorbildlich, irgendwie traurig, irgendwie schön. Eure Meinung? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, danke liebe Bundesregierung nochmal an der Stelle. Falls ich vergessen habe, das vorhin schon zu sagen. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Politik, die ihr macht. Gerade was alte Menschen angeht. Wunderbar. Wir sind Vorzeigebild weltweit. Wir sind Vorzeigeland. Deutschland macht das perfekt. Macht ihr super. Klasse. Regiert bitte weiter so, damit wir noch ganz, ganz lange was noch von euch haben. Danke für nichts, ihr Arschgeigen.